K-Pop-Star wegen Vergewaltigung zu Jahren Haft verurteilt. Es ist ein Urteil gefallen. Der K-Pop-Star Chris Wu, 32, sorgte zuletzt für Negativschlagzeilen. Eigentlich konnte er eine erfolgreiche Karriere vorweisen. Als Musiker, Schauspieler und Model machte er sich einen Namen in der Unterhaltungsbranche und gehörte vor allem in China zu den größten TV-Persönlichkeiten. Doch dann der Schock, Chris wurde von einer jungen Frau beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Nach seiner Festnahme folgte nun das gerichtliche Urteil. Wie unter anderem Variety berichtet, gibt es nun Klarheit in dem Fall. Nachdem die unbekannte Dame auf Social Media von dem vermeintlichen Vorfall erzählt hatte, meldeten sich weitere Frauen und meinten, von Chris belästigt worden zu sein. Ein chinesisches Gericht hat den Entertainer nun zu 13 Jahren Haft verurteilt. Nachdem es ihn unter anderem wegen Vergewaltigung für schuldig befunden hatte. Ein offizielles Statement besagt wohl, dass Chris im Jahr 2020 drei Frauen zum Sex gezwungen haben soll. Als diese offenbar alkoholisiert waren. Als der Musiker festgenommen wurde, wies er noch alle Anschuldigungen von sich.